Das Wässerli hier, das ist der Grabser Mühlbach, ein künstlich angelegter Gewerbbach mit vielfältiger Nutzung auf einer Länge von 1,7 Kilometer und eben ein Haufen Anlagen, die in Betrieb sind, und das ist einzigartig in der Schweiz. Und darum hat der Mühletag einmal mehr einen Haufen Leute aus der Region, aber auch von weit her angezogen. Zur Zeit der maximalen Nutzung haben ja 20 Betriebe von diesem Bach profitiert. An dem Mühletag musste man einfach den Ballon nachgehen und dann ist man von einem Örtli zum anderen gekommen, wo eben der Bach seine Antriebskraft gespendet hat für Sägereien, Mühlen, Schmieden und eben andere Gewerbebetriebe. Der Mühlebach war auch Lösch- und Trinkwasser, aber das ist ja alles dokumentiert. Der Mühlebach ist manchmal versteckt, manchmal hört man ihn noch. Es war wirklich interessant, an diesem Tag den Ballon nachzugehen und eben zu schauen, wie es dem Verein Grabser Mühlbach geraten ist, das Kulturgut zu unterhalten, Interessenten zugänglich zu machen und über Neuzeit zu übertragen. Hammerschmiede Picker hat man anschauen, die Wäschküche, obere Säge, dann die Schafwollverarbeitung. Übrigens nicht alles ist früher, ein Haufen ist eben auch nicht jetzt, was eben gemacht wird. Im Infostand beim Volk hat man einen Haufen Informationen holen, dann durch Festwirtschaft im Kirchgemeindehaus. Ja, Werkzeugschmiede Gehler mit Schülerinnen und Schülern am Schmieden, das hat mich speziell beeindruckt, die Maismühle dann Knochen stampfen. Und dann bin ich eben zuerst in die Gewerbeschmiede gegangen und noch mitlosen, was der David Oswald interessierten Besucher erklärt hat. Christoph Friedrich hat es auf den Punkt gebracht, als Silas gefragt hat, wie kommst du auf die vielen Ideen? Hat er gesagt, nicht so durch die Landschaft laufen, inspirieren lassen. Kann man da? Kann man die Form? Geht da? Und da können wir vielfach Kind tun. Ich habe etwas gesehen, können wir nicht so etwas machen. Da lernen wir noch. Dann mal probieren. Und meistens ist es ja weit über dem Niveau, das du eigentlich verlangen von einem Jugendlichen. Also das ist ja der Mastschmieden da. Das ist für viele heilige Kuh. Das darfst, in Japan darfst du erst in 10 Jahren Schmied sein, bis du den Masch machen kannst. Da hinten bist du Schmied, gell? Sonst bist du ein Sozialarbeiter, nicht? Ja, man sagt es, ja. Wie bist du so zum Schmieden gekommen? Also wie ich auf Schmieden gekommen bin? Ja. Ja, aus Neugier und Freude. Und Vorbilder. Und dann ist Jugendliche da, der geht echt gut, gell? Ja, nur sonst mich ist es nicht. Aha. Ah, ja. Und die könnten regelmäßig? Mehr oder weniger kommt darauf an, was von der Schule abverlangt wird von ihnen, oder? Wie viel Zeit dass sie für die Schule daheim machen müssen. Ja. Aber ja, die kommen fleissig, also Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag sind wir meistens bis zu 4-5 Knöchel da unten. Und du setzt einen ganzen Haufen verschiedene Ideen um, gell? Wir probieren es, meistens gelingt es ja. Aha. Was sind so die favorisierten Stücke? Noch schwierig zu sagen, also momentan bei den aktuellen Schmiedinnen und Schmieden, das sind so zuerst natürlich das eigene Werkzeug, ein Hammer. Jawohl. Dann eine Zange, Messer, Äxt. Und jetzt, wie wir gerade sehen, das grosse, die Wurfaxt. Das ist jetzt gerade bei einem Bursch ist das Projektarbeit der Oberstufe. Die hast du gerade hier bei der Tür zu? Das ist die vom Meitli, die hier am Schmied ist, von der Esther. Jawohl. Jawohl, die hängen hier an der Tür. Genau. Und dann haben wir, ja, allerlei. Also vor allem Messer sind natürlich Favoriten. Der rechte Buben, der rechte Meitli, die brauchen ein Messer. Oder so. Da wird es aus der Zähne krallen. Jetzt hast du zum Teil bis 1500 Grad noch gefährlich. Gefährlich ist da vorne über die Straße hineinlaufen. Aha. Und nachher ist es eigentlich nicht mehr gefährlich. Ja. Ja. Man muss auch Respekt muss man haben, und das haben sie. Und ich muss nach Ränzli winden. Also die Disziplin, die die da hinten zeigen, das kann man sich also an vielen Orten nur wünschen. Ja, genug der Worte. Jetzt werden wir sehen, wie das wirklich läuft. Zwei Poster und Meitli waren beim David Oswald. Er hat seine Anweisungen gegeben und ich hatte das Gefühl, es ist Hand in Hand arbeiten. Ja, und der Ton, den ihr gehört, ist eben halt Originalton. Ja, so ist es zu und her gegangen in diesen Schmieden. Ja, wir haben genug zusammengefahren. Ja! Thank you.
Komm! Gut! Gut! Geil aufheizen! Hast du schon weh gemacht? Ja. Hä? Ja. Nicht zuerst mal, schon seit einem Jahr dabei und ja, immer wieder so etwa in der Woche einmal. Aha! Und habt ihr das vorher gemacht da? Da sind wir jetzt gerade an einem Bienenträger gewesen. Also Sie können sonst nachher dort schauen. Bitte. Also sieht man noch, zeig mal. Ja. Das ist das Bienen, das wir hier gemacht haben? Ja, das habe ich gemacht und das der im Bock. Hast du gemacht? Das hier unten dran. Wahnsinnig. Wie lange hast du jetzt so mit einem Bienen? Ja, kommt gerade darauf an, vielleicht am Nachmittag oder zwei. Wenn alles gut geht, dann vielleicht am Nachmittag. Da braucht aber noch Power, gell? Ja. Also ein Jahr lang machst du so Kurs immer jede Woche einmal, oder? Ja, also etwa mehr oder weniger. Wolltest du mal so einen Beruf lernen später? Ich weiß noch nicht, wann ich später lerne. Aber ist er streng? Ja, selbst schon, ja. Ja, und jetzt apropos Bienen. Hast du ja schon mal gescheitert mit dem? Kann man die überhaupt brauchen dann? Ja, wir können schon. Also, ja. Aber ich brauche es jetzt zu Hause eigentlich nicht groß, das einfach so ausstellen.
Mit viel Willen kann man alles lernen. Die Leute vom Verein Mühlbach lernen ja auch vieles. Bei unserem Impressionszug sind wir inzwischen eben bei der Hammerschmiede Bicker angekommen. Der Peter Baumgartner zeigt, was er alles weiss. Jetzt haben wir ein normales Aufweisen mit den Löchern, wo man Stollen drin machen kann. Hier sind jetzt die Stollen drin. Und sonst hat man nur noch die kleinen Stiftchen. Aber das sind normale Aufweisen, wie man jetzt normal Schloh braucht. Und das andere sind alle Spezialbeschläge. Ja, diesmal hat man natürlich noch die drei hier. Da hat man noch die Mordagstuhle drei hier, wo es noch müssen streng arbeiten und zeugen. Da hat man noch die Mordagstuhle drei hier. Und heute haben wir nur noch die Stiftchen. Und dann haben wir Ueli Bicker über die Schulter geschaut und seinem Helfer, am Hagmann. Interessant. Was ist das da? Ja, was ist das da? Hä? Das ist Teufel. Zeig mal. Da. Horgolester. Bist du dafür, Teufel? Ja, das hast du so. Was machst du jetzt mit dem? Ja, ich kann jetzt wieder rein, die Tür mich. Aha. Und dann die Tür mich und holen wir selbst auch da. Abhauen? Ja. Und nachher? Nachher kann man dann wieder ein bisschen rausschmieden dort. Aha. Ja. Aber so, am Schluss solltest du so Haufeisen gießen, oder? Ja, nein, ja. Kannst du dann machen, was du tust. Kannst du Kettle hängen oder einen Tüntel oder was du tust. Aha. Kannst du machen, wie da zu finden oder der Kettle hängen. Aha. Da hat man früher die Leute draufgehängt, oder was? Ja. Dann mal Kettle hängen. Aha. Wir reden auch mit so einer Achtung. Ja, dann ist Schlag auf Schlag gegangen, eingeübte Handgriff. Der Willi Hagmann hat natürlich auch gelernt, der Schlosser beim Schlösseri hat er gelernt. Der Ueli Bicker natürlich ohnehin. Natürlich kennt er das Handwerk von der Bicke auf, beide kennen es. Und dann habe ich spaßeshalber gefragt, ja, wäre es noch möglich, so etwas zu lernen? Und da hat eine ganz interessante Antwort gegeben, hier vom Ueli Bicker. Hör zu. Und all die, die es zuschauen, wenn sie ein bisschen gut zuschauen, können sie es auch lernen, oder, Vivian? Ja, wenn ich einen ein bisschen Freude drauf kann schon lernen. Eben, hä? Dann kannst du auch da. Hoi, dann weisst du ja noch? Ja, wenn ich einen Freude drauf kann, kannst du auch. Da muss man im Verein beitreten und dann kann man das Zeug lernen. Ja, ja, wirklich. Der Schmitten ist über 200-jährig. Über 200? Ja, und das ist im Originalzustand. Aber eben du als Bauschlosser hast du natürlich die Ergs rumgekannt, oder? Ich habe schon noch geschmiedet als Bauschlosser. Ja, aber mit Feuern, so? Ja, ja, mit dem Schlossergeld dabei haben wir auch. Gartenzeug gemacht mit der Ergs. Speziell ist hier auf der Bach, gell, wo das Ganze ja, durch die Bewegung sitzt. Am Wasser läuft das. Ja, ja, ja. Was machst du am liebsten hier? Oh, ich kann nur noch weißt, von Führungen sind, ein bisschen demonstrieren. Aha, aha. Weil, du hast keine Zeit zum Langschmieden, weil du hast pro Führung 20 Minuten zur Verfügung. Ja. Dann musst du die ganze Schmieden erklären. Ja. Ausser der Schleifstein hat Zeit, wo ist die. Ja, ja. Hm. Aber jetzt ohne Witz, also da kann man frei beitreten. Wenn man Interesse hat, könnte man der gerne irgendwie lernen, oder? Ja, wenn ein Interesse hat, kann er mal schmieden zwischen die und probieren selber. Donner, wenn. Wir haben den Oswald kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. Der tut im Keller raus und mit den Schülern schmieden. Aha. Wir ja, machen so gerne extra. Genau, habe ich gerade vorher gefilmt. Ja, genau. Aber du, das ist ja sau hochgeheizt, das Feuer. Ja, ja, schon. Ja, der Winter ist mir froh. Was meinst du? Der Winter ist mir froh, wenn es fertig ist. Aber der Winter ist ja der Bach gefroren, läuft ja nicht, oder? Ja, gefroren ist dann nie der Bach. Nie der Bach, ja. Aber das Problem ist auch, weil man die Anlage nur verbraucht so viel. Ja. Kannst du den Winter nicht schmieden. Aha, ja, ja. Und was hast du gesagt? 1000 Grad? Ja, dort hinten mit den Anfang. Ständig, hier. Da. Das ist 1500 Grad. Ja. Dann müsstest du sehr wohl nur in die Luft geben, wenn sie bräuchte. Ja, dann müsstest du. Die sind dann nicht gut auseinander. Was ist ein Sasen da? Was gibt es da? Hat man hier ja, der Gründerli gemacht. Oi, oi, ja, der Gartenzüge hat man nie gehabt. Das sieht man heute noch, die alten Gartenzüge. Und der kannst du hier machen? Ja, ja, kein Problem. Man muss so ein Flacheisel machen, diese Züge. Das ist ja verrückt, dass nicht alles aus Wasser wird. He? Ja, ja. Wie gesagt, da kannst du machen, was tust du denn? Ja, vor allem ist die Energie ist nicht versaut. Das Wasser läuft im Nächsten und man kann es auch wieder brauchen. Ja, ja, wenn du die Idee hast, kannst du machen, was tust du?
Wie siehst du es hier? Bist du fasziniert? Ja. Meinst du, es wäre etwas? Möchtest du auch mal probieren, hier zu schneiden? Ich weiss nicht. Hä? Ja. Aber man könnte einfach, gell? Ja. Für jedes Werkzeug müssen wir eine Zange machen. Kannst du können heben nachher, weißt du? Ah, zuerst die Zange hast du auch selber gemacht? Ja, selber müssen machen, je nachdem, was du gemacht hast. Hoi. Wenn du zuerst müssen wir so eine Zange machen. Aber du, das ist schon eine komplizierte Geschichte, ne? Ja, das bist schon, aber du hast es gebraucht, du hast nichts können machen. Aber wie lange hast du es gebraucht, bis du das hast können? Was? Ja, weißt du, das auch ein bisschen schmieden? Ja, ich bin halt gelehrt gemacht, ich bin noch 3 Jahre gelernt. Ja, aber ist das genau gleich da? Nein, das bin ich nicht. Nein, aber weißt du, wie du es hier hast können? Da musst du halt selber ein bisschen. Eben? Ein bisschen willen und was tust du, ja? Nein, sonst. Und wir haben auch früher viel. Haben wir Äxte gemacht, eben noch nachgestachelt. Jawohl. Früher sind viel Bergbauer, die Bauern kommen und dann haben wir Äxte angestachelt, wieder abgehauen und einen neuen Stahl drauf. Hoi. Und dann hast du es rausgeschmiedet und nachher geschliffen wieder. Das ist eigentlich aber schade, heute wollen ich nicht mehr, gell? Nein, heute werfen sie die gekauften Bierchen fort. Hoi, ja. Holen wieder ein neues, aber das ist natürlich kein Bierchen. Das hebt eine Generation aus, gibt mir einmal noch zwei. Und so sehen wir es wieder machen. Was führt denn euch hierher? Wir müssen schauen, wie es aussieht hier. Sind ihr denn nie da gewesen? Nein, noch nie. Und, so der erste Eindruck? Super, schön. Wäre doch etwas für die Herren, oder nicht? Ja, sicher. Gell? Dann kommen die auch von weit her. Hoi, woher könnt ihr? Von Kützlingen. Hoppla. Ja, und haben Sie selber auch schon geschmiedet und geschlossen? Ja, zugeschlagen schon. Geschlossen bin ich selber. Eben, dann wäre doch etwas, eh? Ja, aber ja, so wie Sie es früher noch gemacht haben. So, jetzt fertig geredet. Jetzt ist der Dachi gekommen mit der Führung. Und ich habe ihn gefragt. Du, Dachi, ja? Mal kurz die Frage. Kannst du eigentlich nur reden oder kannst du schmieden? Ja, jetzt fange ich gerade an reden. Jetzt wirst du dann schon hören. Also schmieden kannst du nicht? Nein, schmieden kann ich nicht. Aber wer kannst du es zum Leben? Das muss man den Fachleuten überlassen. Aha, gut, ja. Also. Also, dann noch ein bisschen nachrutschen, dann könnten wir nachher starten. Aber erklären kann er einen Vorhang und der Dachi. Einer von verschiedenen, die eben so Führungen anbietet. Und ich durfte zuhören bei einer von dieser Führung ganz kurz. Dann täten wir mal vielleicht ganz kurz die Situation erklären, bevor nachher Ruhe anfängt zu schmieden. Wir haben hier draussen 2 grosse Wasserräder, eins ist noch, und noch ein kleines Turbinali haben wir noch. Das Turbinali, das tritt hier die Transmission an, die dort oben durchgeht. Und überall in der Transmission ist eine Welle, wo man Räder dran machen kann, oder wo man Räder dran gemacht hat. Und die haben verschiedene Werkbetriebe. Hier haben wir zum Beispiel Sägen, eine automatische, die wir einfach einspannen können. Die Ruhe tut sich das in Betrieb setzen, die Ruhe picken. Das hat dann einfach Sägen. Wenn es fertig ist, haben wir noch 4 Meter. Das ist mal das Einzige. Dann ist dort hinten eine Bohrmaschine, da hinter euch zu. Die Bohrmaschine hat da fern jetzt noch Elemente, aber die hat man noch anhängen, oben dran. Dann hat man hier, das ist ganz wichtig, Uri, du musst vielleicht mal ein bisschen Gas geben. Hier hat man mehr oder weniger Blasen. Das war die Bräse. Und natürlich der. Nicht können wir von Hand machen, sondern da ist eine Frage, wie wir hinkommen, dass da die nötige Luft dazu ist. Und dorthin haben wir noch ein Fass. Das habe ich nicht das Mostfass, sieht aber das habe ich aus. Und dort dran ist ein Rad. Dorthin hat man Sand, vom Sandfang, den wir nachher sehen, haben wir dann geholt von dem Sand hier oben. Hat das da drin getan und dreckige Teile, Metallteile reingekommen, oben den Deckel zugemacht. Und nachher in Betrieb setzt und das Fass hat sich dann gedreht. Mit anderen Worten, es hat dann sanft gestrahlt. Heute sind das andere Maschinen, nur so einfach. Aber sauber ist es genau gleich geworden. Hat den Zweck erfüllt. Ja. Und dann hat der Ueli eben geschmiedet und wieder gezeigt, wie das Handwerk eben geht. Ja, eine so Führung hat es wirklich in sich. So Führungen kann man übrigens eben auch buchen. Da muss man nicht abwarten, bis wieder ein Mühlentag ist. Eins ist nach dem anderen gekommen. Wirklich unglaublich, wie die hier Hand in Hand die Schmiederei intus haben. Und das könnte, es sieht alles viel, viel einfacher aus, als was es wirklich ist. Die Faszination von den Leuten, die eben von der Region auf weit hergekommen sind, ist gross gewesen und der Ueli hat alles erklärt. Dann ist das Material flüssig. Nein. Und dann musste man es da vorne ein bisschen ständeln. Dann müsste es noch mehr. Und dann musste man es überlaufen
und dann nochmal ein Hitzli rein und dann zusammenschlagen und dann hast du gekippt. Ob ich es heute noch könnte, weiss ich nicht. Ich vielleicht viel und vielleicht auch nicht. Aber eben, es wäre noch zu Nacht dann da, weil es dann ständig und ich muss dann schlagen. Sofort kicken dann da natürlich der Hammerschlag um. Da wird mir die Hose überreiten. Ja. Du, Ueli! Du hättest schon wissen, wie es gegangen ist. Du, Ueli! Ja? Was meinst du für die Auswertungen mit Gefehl? Ja, ein Gefehl, das muss Glück haben. Aha, ja. Gut. Ja. Woher ist denn das Eisen? Die Eisen, woher ist das? Das Eisen haben wir vom Mahlstecken, vom Lachen oder vom Deber umgeführt. Da wäre jetzt einfach mal so ein Einblick gewesen. Es empfiehlt sich, mit einer kleinen Gruppe zu kommen, sagen wir alle. Also wenn der Wellbach wirklich anschauen will, dann ist es gut, wenn man privat vielleicht einmal eine Führung abmacht, wo man einfach entsprechend Leute für maximal 20, dann kann man schön durchgehen und kann miteinander nicht mehr über uns sein. Jetzt sind wir gerade ein bisschen gar viel, aber wir bringen das schon viel. Sind zum Teil Schüler von dir, die du übrigens sind? Ja, auch. Es hat auch der Grunde. Und du kannst selber das sicher, oder? Ja, nicht gut. Ja, ich bin nur ein Anfänger. Aber du kannst es, gell? Ja, ein bisschen Schluch kann man jeder. Du übertreibst es völlig. Dann tut man das Pferd mit dem Hangstein ein bisschen abzügeln. Und dann nachher ist das scharf. Und dann, wenn ich es jetzt noch an der Höhe stelle, das nasse Bierli, dann geht es nicht lang, es Feuer oder Rostig. Jetzt werfe ich hier in das Säckmilch und los ein paar Sekunden hocken und das wird ein bisschen schwenken hier und her und nehme es wieder raus und putze es ab. Dann bleibt es so. Weil das Säckmilch tut die Nässe entzünden. So bleibt die Nässe hocken, neben etwa den Feuerrohr drastig. Und so da bleibt es. Aber ich darf es nicht hocken lassen, wenn ich sie hinwerfe. So zupft es 6 Millionen und ist nachher dann raus. Ich weiß. Ich muss es rausnehmen und putzen. Dann bleibt es. Draußen sind auch alle mit Wasserkraft. Selbst alles mit Wasser. Nur wer ist dann mit Strom. Ja. Aber da haben wir über die 60 Jahre das Wasser auch kaputt gesehen. Da hat man gefragt, dass es 15.000 Franken kostet, die Wasser ab. Der Vater hat hier Violi geliefert für 80 Graben. Dann hat man viel gewusst, was. Aber man hat nicht vermogen. Und haben wir dann hier auch noch eins geliefert, weil du Bier? Ja, man hat dann Hohen und geliefert und diese Sachen verblieben machen und eine feine Ware. Wie lange hält so ein Schleifstein? Ja, der geht. Immer der ist jetzt seit 60 in der Hindo. Anfang 60er Jahre. Wir haben hier die Aufpumpen mit der Manschette den Schlag durch. Ja. Jetzt sind durch, bleibt drin. Was hast du mit dem gemacht? Wie hast du ihn gebracht? Ja, hier, das Loch, hier hat man nicht geschoben. Hier. Mit den 6-7 Malen. Nachher hat man hier die Aufpumpen, bis die Manschette draufgegangen ist. Hier. Nachher hat man den Aufpumpen wieder rausgerupft und dann hat man ihn probiert. So. Und bis jetzt hebt er. Seit den 60er Jahren. Und da der Geschirr, der jetzt da innen ist, da ist doch alles gemacht. Alles nimmst du mir. Haben dir alles gemacht? Ja. Die auch, das sind auch Reitler, hat man denen gesagt, zum Hühner mit den Ketten. Wenn man den Holz geladen hat, hat man mit denen dann gesponnen. Ketten angesponnen. Das ist natürlich Sponsor. Ja, genau. Das ist ja der Radschuh hier. Für diesen Preis zu wenn es ums Lief hat, man den hier runtergeworfen. Dann hat er bremsen. No. Danke vielmals. Bitte schön. Also, ich interessiere mich überhaupt nicht über Geschichte. Und bin zufällig vor 2 Jahren da gewesen. Jetzt habe ich gesehen, zu den Grosskindern, hey, da müssen wir gehen miteinander. Das ist mich so interessant. Gerade jetzt da innen, was wir jetzt gesehen haben, da sieht man es aus wie nie mehr. Also, das ist super, was die Grabsen machen.
Seid ein Balger, gell? Ja, da ist ein Balger. Oh, Geschichte, ich tue jetzt mir sticken, gell? Darum habe ich ja hier auf meinem Hütchen da, habe ich die Handstickmaschine, weil ich hier Handsticken. Also interessiert mich für alles Zeug. Ja, aber du, was du da drauf hast, das ist ja fast ein Grabsermäntchen. Was ist ja. Das, was du drauf gestickt hast? Ja, weißt, das ist halt schwierig, so klein sticken. Ja. Das ist schwierig. Ich gehe ja noch ein Sticklokal als Grabs, haben wir ja auch aus. Genau. Jedes Mal gehe ich schauen und dann tun wir uns da mit zwei Stickern, Monika, tun wir uns austauschen und ein bisschen tudern miteinander. Gell? Zuerst, du bist mal Lehrer gewesen, Zeeval. Ja, wie viele Nadeln hat denn dort so eine Stickmaschine? Weißt du das noch? Beim Nadeln? Ja. Ja, sicher. Also hat, ich könnte theoretisch... Oben und unten? Ich könnte theoretisch oben mit 156 und unten mit 156. Jawohl. Aber dann gibt es nur kleine, schmale Motive. Genau. Wenn ich Brötchen mache, dann tue ich halt nur jeder fünfte Nadel, eine Nadel ein und dann kann ich grösser sticken. Hast du selber schon gestickt? Und ich bin Sticker heute, ja, gelernt. Ich führe das Museum. Nie ein Nettling abgerupft. Dann muss man was machen, oder? Nein, nein. Also Handsticklokal Balgach. Ja. Oder www.spurensucher.ch. Da hat ein Haufen Zeug drauf. Ernst? Über den, da kommen wir vorbei. Der Ernst Nüsch von Balgach, ehemals Lehrer über Zeeval. Ja, und was wäre ein Haufschmiede, wenn ich Kinder noch etwas davon hätte, wo sicher kein Haufeisen schmieden können, aber treffsicher sind. Ja, wer getroffen hat, direkt rein, der hat mehr Punkte bekommen. Wer es berührt hat, daneben da, hat auch Punkte bekommen. Und es war wie so ein Wettbewerb gewesen. Gross und klein haben mitgemacht, Haufeisen werfen. Ich weiss nicht, ob das Glück bringt, aber auf jeden Fall ist sicher etwas Faszinierendes, mal ganz etwas anderes. Und wie könnte es anders sein? Ausgefallene Idee, der Dein Sisler steht daneben, engagiert wie eh und je. Das ist übrigens Karin Möbes, kennen Sie vielleicht noch, super Top-Sportlerin. Und da natürlich die, die vielleicht lieber ein kleines bisschen fahren, eben mit so einer Kutsche. Du, wohin fährst du jetzt da? Ja, da wieder durch ab, dann zum... Ja, am Schluss zum Kirchgemeinhaus mache ich so Nacht den ganzen Tag. Läuft, hä? Ja, ist ja schön Wetter heute, oder? Draußen hast du voll im Griff? Ja, sicher. Wir sind ein Team. Ja, apropos Team, ein Team hat es wirklich gebraucht. Der Verein Mühlbach, das ist ein Team. Denn viele Leute müssen helfen, viele Leute haben erklärt, auch hier bei der Hufschmiede. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn hier der Hufschmied? Einfach einen mal angebaggert. Bist denn du ein Hufschmied? Ja, eigentlich schon, ja. Eben, gell? Weißt du, wenn man denkt, weißt du, der Peter vom Bauamt erzählt von Haufeisen. Dann haben wir hier einen Sportler, oder, der sagt, er könnte auf einen Nägel einschlagen. Dein Bruder war im Werkhof. Also ist das ein Beruf, den einfach jeder kann lernen kann? Nein, oder? Nein, schon nicht. Das ist, das ist eine vierjährige Ausbildung. Und noch schwierig, gell? Ja, es ist noch viel dahinter. Ja. Eine feine Sache, gell? Wenn man dort Ding anschauen, die toten Hüfe, wie der Huf aufgebaut ist, da kann man wirklich sagen, das Kunstwerk auf. Und da muss man schon verstehen, was man da macht, dass die Rasse nachher noch laufen am Schluss. Ja, warum mal lange darüber reden, wenn man euch gar nicht zuschauen kann? Er hat gesagt, er macht mir gerade so einen Haufen Eisen her. Und sein Bruder, jetzt ein Pensionist, ehemals Werkhof Buchs, hat ihm assistiert. Aber du hast schon ein bisschen gelernt, gell? Ja. Jetzt schaut mal bei den Eisen auf, Nagel gehen schon, wenn einer eins abgerupft hat, aber sonst. Ja. Zuerst muss man hier auf der Seite die alten Nägel öffnen. Also man heisst Nieten aufschlagen. Dann kann man nachher das alte Eisen wegnehmen. So. Nägel, die reingesehen sind. Ja, wenn man es das erste Mal macht, tut man es eben tote Füße lernen. Um die Handgriffe ein bisschen üben. Was machst du jetzt da? Da tut man jetzt den Strahl. Das ist das Dreieck in der Mitte vom Huf. Tut man jetzt hier ausschneiden, das, was nachgewachsen ist. Wie Not musst du das machen? Ja, das macht man so circa alle 8 Wochen. Hier bei ihm ist es jetzt, glaube ich, schon 11 Wochen her, weil ich ihn jetzt noch ein bisschen rausgesperrt, eben auf den heutigen Tag. Du hast jetzt hier noch den Bruder, gell, den er hebt. Ja. Ist das alle, wie macht man es als Zweite? Früher hat man es in der Schweiz immer als Zweite gemacht. Heutzutage fangen so an, mal ein Junge, der es allein macht. Aber das ist natürlich für den Körper noch die grössere Belastung, wenn man den Huf muss heben muss. Und mit den Händen muss man ja arbeiten können. Also muss man den Huf dann irgendwie mit den Beinen einklemmen und ja, dann wird das ein bisschen schwieriger.
Und bist du doch immer in einer ganz also schlechten Haltung, ja, dann eigentlich, oder? So, ja. Ja. Da, jetzt klingt das so, wie wenn du einen Gummihammer hättest. Ja, das ist ein Kunststoffhammer. Aha. Weil die Hauchlinge, das ist ein hochwertiger Stahl. Und wenn man da mit einem Eisenhammer draufschlägt, dann kann der brechen. Ja. Ah, und der übst du jetzt zuerst einmal so einen... Das Ding. Muss ein Lehrling tun, das zuerst geht man zum Rossmetzger und holt dort die Füße von der Ross. Aha, ja, ja. Und tut das dort dann die ersten Handgriffe üben. Und das muss jetzt weg, damit es keinen Druck gibt nachher? Ja, und einfach auch, weil das eben immer wieder nachwächst. Und so kann man es nachher auch besser pflegen. Man kann besser den Mist wieder rauskratzen. Oder auch wenn mal nach dem Ritt ein Stein dahin ist oder so, bringt man das wieder besser raus. Jawohl. Jetzt muss man schauen, dass man da noch eine schöne Auflage hat. Und man da die Seiten ein bisschen. Da zwicke ich jetzt die alten Nägel ab. Aha. Und ich nehme jetzt hier, in dem Fall nehme ich jetzt gleich Aufeisen nochmal. Was muss das da? Die Stiftli und Stöllchen rausschlagen. Weil wenn man die warm macht, dann fallen sie selber raus. Ja. Weil es ein Konus ist. Und da servieren wir gerade das Eisen auseinander. Aha. Und dann fallen die Stollen raus. Und dann hier ist Feuer 1100 Grad, dann aufs Ross etwa mit 600-700 Grad und eben jetzt hier mit dem gleichen Eisen. Bei der Vorführung ist das ja wichtig, weil um eben dann noch ein neues Eisen zu formen, da wäre dann für eine, so eine Vorführung, für eine so Führung eben fast nicht möglich. Jetzt geht es ums Anzeichnen. Das ist dann das, was so fein schmeckt. Oder? Ja, überbrennt die Insekten. Jetzt sieht man hier eigentlich, das ist jetzt schon, die Auflage ist jetzt schon recht gut, da ist überall brennt. Und hier auf der Seite habe ich den Brand von der Kappe. Und das ist noch wichtig, die muss jetzt ein bisschen einlassen. Und dann ist eben gut, dann weiss man genau, wo es ist, wenn man den Brand hat. Und dann geht es weiter. Viel Arbeit natürlich. Ich kenne es auch beim Zahnarzt, wenn eine Füllung gemacht wird, man hin und her ripschen muss, wenn dann angezeigt wird. Ja. Und da nehme ich an, geht es fast ums Gleiche, um das eben ganz genau eben da anzupassen. Ihr seht, alles sehr, sehr filigrane, handwerkliche Top-Arbeit, die hier muss geleistet werden. Und relativ streng, der Bruder hat auf jeden Fall auch so geschnupft. Jetzt sehen wir, haben wir da schön hinten dran gute Frage, Auflage. Zum Ross weh mache ich. Nein, nein, ja. Das ist die Frage, die man am meisten hört. Ah. Aber ihr denkt, wenn es weh gemacht aber ist, das ist Schock, ja. Ja, das ist nicht so, weil das Horn ist schon sehr gut ein Isolator. Also die Wärme, die geht vielleicht einen Millimeter zu weh rein. Und das muss es ja auch sein, also im Winter nicht das Blut eingefriert am Fuß hinten. Ich muss das gut isolieren. Gut. Jetzt haben wir es abgekühlt und haben die Gleitschutzstiftchen wieder reingeschlagen. Das haben wir schon gesagt. Ja. Jetzt schaut man schauen, dass es sauber ist, dass nichts drunter drin ist. Und jetzt sitzt das schon recht gut. Und die Nägel, da hat man ja spezielle Hufnägel. Genau, ja. Die sind auf einer Seite sind sie abgeschrägt. Ja. Also der, wenn man einschlägt, das muss dann immer gegen innen sein, ja, dass der nachher wirklich rauskommt. Wenn der Nagel spitz kommt, tut man so für die Zangen unten heben, dass der Nagel umgebückt. Und sonst, wenn das Ross mal zücht und drauf hebt, die Hand an dem falschen Ort hat, dann gibt es Verletzungen. Jetzt tut man abklemmen. Dann tut man die Zange da unter den Nagel heben, oben drauf schlagen. Und für das kann man den Nagel eigentlich Spannung geben, also das Hufeisen anziehen. Dann tut man nachher mit dem Unterhauer tut man da ein bisschen Horn rausschneiden, dass das Stückchen Nagel nachher schön Platz hat. Ein bisschen anziehen, dass das Nietli ein bisschen um mich kommt. Dann kann man es nachher gut zuschlagen. Dann das Ganze noch ein bisschen verputzen.
Da vorne tut man ein bisschen, weil das ist jetzt der Hinterfuß, tut man da ein bisschen Hornfahrstuhl auf. Also wenn der Ross mal ein bisschen weit vorne langt, dass er einen langen Schritt hat, kann es passieren, dass er mal am vorderen Fuß einschlägt und dann können sich so das Eisen abreißen. Und das ist ein bisschen Schutz wegen Verletzungen. Ja, das Hufeisen ist jetzt halt montiert, was man entlang von dem Mühlbach nicht alles lernen kann. Und das natürlich nicht zuletzt eben vor allem wegen dem Verein Grabser Mühlbach, wo natürlich uns das alles eben näher bringt, eben in die Gegenwart transportiert, zurückblendet auf früher, aber eben auch das zeigt, was eben auch heute noch interessant ist und was man heute noch machen könnte. Zum Beispiel so Wäsche waschen. Also das ist ja etwas, was meine Mutter noch gemacht hat mit dem Wäschbrett oder fast mit dem Suchrutstampfer. Und ich habe einige Fragen über gleich alt wie ich, ob sie es kennen. Meine Mutter, da muss ich mich erinnern, natürlich. Aber Sie selber nicht mehr, hä? Nein, nein. Ich hatte dann schon eine Waschmaschine gehabt. Schon fast drei Modelle nach der, die er jetzt hier laufen lassen hat. Die ist dann auch einmal so und einmal so rumgegangen. Aha. Aber auch ein bisschen das System. Aha. Ja, so habe ich noch erlebt. Das System ist eigentlich ganz einfach. Einbahn kann man normal treten, und eins, das verdreht ist. Und da haben wir unten beide Drehrichtungen. Und hier, die zwei Rüsseln sind leer. Die laufen im Leerbetrieb. Und nur der mittlere hat Kontakt mit den Trommeln. Mhm. Und durch das Gewinn wird jeweils ein Gewicht hin und her geschoben. Und da sind die Wände jeweils verschoben worden. Und somit sind die unterschiedlichen Wände. Haben aber Sie selber nicht erlebt, so etwas? Nein, nein. Zum guten Glück nicht, gell? Mir ist aufgefallen, technisch sind die Männer drinnen interessiert, wenn es ums Wäschen geht, da weniger, he? Ja. Das zeigt sich auch bei den Bildern, die von der Wäschküche ausgestellt waren, gar alles Frauen. Da seht ihr noch den Kessel, wo wir aufheizen mussten, wo sich das Wasser beim Bach holen und dann eben ganz ausgeklügelte Methoden, wie man die Wäsche sauber gekriegt hat. Saubere Wäsche hat man natürlich auch früher gehabt, ganz eindeutig. Man hat vielleicht die Wäsche weniger gewechselt. Und ihr seht das riesige Interesse an früher. Ja, wer weiß, vielleicht ist man irgendwann ja gleich wieder mal froh, wenn man das Know-how noch hat. Der Mühlbach auf jeden Fall, ja, das ist etwas ganz Spezielles. Und jetzt ist es um Schaf Schafwolle Wäsche gegangen, Schafwolle verarbeiten, durch einen Wolf durchtun. Hinten sehen wir hier die farbigen Ballen, Filzballen. Ein riesiges Interesse noch hier. Wie gefällt es dir da? Gut, sehr. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt? Also bis jetzt alle Fälle. Und dann habe ich meine ehemalige Lehrerkollegin gesehen. Du bist fast Spezialistin hier, gell? Ja, das habe ich schon. Gell? Ja. Und das Verrückte ist, das wird ja wirklich heutzutage noch gemacht, gell? Ja, finde ich auch. Schön, oder? Ja, super. Ja. Und schlafen in der Wolle? Super. Super, super. Und ihr? Bin ich gerade verschoben. Gefällt es euch? Ja. Was hat euch am besten gefallen bis jetzt? Die Wolle. War schwierig, gell? Auf jeden Fall läuft etwas. Genau. Ja, entlang von dem Mühlbach läuft wirklich immer etwas. Es wird einem nie zu langweilig. Wenn man von einem Prozess zum anderen muss warten muss, es läuft wirklich immer etwas. Hier die schmutzige Schafwolle, eben hier gesammelt und dann eingeworfen in den Kreislauf und dann geht es ums Waschen. Man hat vorher einig gesagt, es ging in etwa 10 Minuten in den Bad rein, das trüllt sich und tut es weiter bewegen. Ja, und dann hat er eben dann den Abladevorgang oder respektive die End von dem Waschvorgang in Szene gesetzt. Da tut man auch mit einem so Hebel bewirken und dann in dem Moment, wo er das in Szene gesetzt hat, dann startet der Rechen und tut jetzt eben die Gewäsche Wolle wieder auf das Förderband rauf. Also, was also ein Bach nicht alles kann. Ja, und das ist etwas, was natürlich auch heute noch gemacht wird. Also Schafwolle waschen, dann trocknen, dann filzen. Das ist etwas, was man früher gemacht hat und mit dieser Methode von früher auch heute noch mit dem Mühlbach kann eben so machen. Ein auf jeden Fall Wortzeichen dafür, dass der Mühlbach eben nicht tot ist, in keiner Art und Weise, nicht nur beim Mühletag. Ja,
Es ist wirklich imposant, was das auslösen mag hier. Wir sind interessiert, wie das weitergeht. Was machst du jetzt hier? Wolfen. Ah, wie sagen wir denn? Rieswolf. Ah, Rieswolf, ja. Ja. Da muss ich mischen. Aha. Hellgrau machen. Und jetzt schauen wir mal die schönen Farben. Faszinierend, was heute noch alles möglich ist entlang von der Mühlbach. Ich bin dann weiter runtergegangen, seit den Haufen Stationen, habe nicht alles mitnehmen, aber es hat mich natürlich interessiert. Das ist ja das Rad, das einem eben auffällt. Hier zeigt der Bach natürlich seine ganze Kraft, wenn er das grosse Rad eben hier aussen dran bewegen mag. Und ich bin dann reingegangen ins Häuschen, innen dran kunstvoll gefertigt, andere Räder und dann... Guck mal, was Pumpe ist es da? Der Blasbalm. Blasbalg ist über oben. Wo? Ja, kannst du nachher anschauen, über uns. Aha. Ja, ja. Also in dem Hütli hin? In dem Hütli hin, ja. Wie viel Grad hat das jetzt? Jetzt hast du schon 700 Grad. 700 Grad? Vielleicht haben Sie es hören, etwa 900 Grad X, wenn Sie es rausnehmen und etwa 700 jetzt beim Arbeiten. Und was es gibt, das sehen Sie sicher sofort. Richtig verraten, das gibt eben Küchenmesser. Ja, also gekonnt ist gekonnt. Je nachdem, was es für eine Temperatur hat, verändert sich die Farbe. Und wenn man jetzt hier sieht, wenn es so hell ist, da hat es 1000 Grad. Und als es gerade so nach war, bin ich nochmal von der Messerschmiede Rot zurückgegangen in die Werkzeugschmiede Gelder zum Daniel Oswald, wo mir jetzt eben, wo er gerade Zeit hat, nochmal erklärt hat, die Wurfaxt. Da wäre es immer die Wurfaxt, gell? Ja, die besteht aus vier Teilen. Das erste ist der Kern, wo das Gehäuse drin ist. Da tun sie aus einem Block, aus einem Quader, tun sie das Gehäuse auslochen. Mit einem halben Meter ausweiten bis auf die Stielweite. Und nachher wird die Klinge grob ausgeschmiedet. Das heisst, da vorne gibt der Körper, der Kernkörper, etwa auf 8 mm aber flach ausschmieden und eine flache Kante geben. Und dort drumherum muss nachher ein härtbar Stück umgeschmiedet werden. Und das wird dann feuergeschweißt. Wie lange bist du denn so etwas dran? Das kommt ganz auf an. Es gibt Leute, die arbeiten so etwas fast in einem Nachmittag. Hoppla. Und es gibt Leute, die brauchen vielleicht je nach Zeit, die man hat und wie viel das wir sind. Vielleicht 3 Nachmittage. Ja. Ja. Und dann machen sie noch den Stiel am Schluss. Das wäre das vierte Stück. Wahnsinn, gell? Also da braucht also, schon eine rechte Innovation, gell? Also es braucht bei den Jugendlichen und bei mir Durchhaltewillen. Wenn etwas zum x-ten Mal verreckt, zum Beispiel wenn der Stahl brüchig wird oder so, dass man nicht aufgibt, dass man gleich weitermacht. Und die erleben natürlich schön. Also da zeigen sie sich von der besten Seite, wenn man etwas durchbeisst und verlöscht, umformt, dass es gleich wieder einen Gewinn gibt, wie ein kleines Messer oder so.
Also das ist das, was jeder Mädchen im Handtäschchen drin ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein Damast, ein Testrad gemacht mit 1189 Lagen. Und da muss man davon gute Augen haben, um den Maserung sehen nach dem Ärzten. Polieren und Ärzten. Was? 1189 Lagen? Was ist das? Das ist der Maszenerstall. Da hat man aus einem alten Willis-Blattfedern und einem normalen Stahl hat man Schichten gemacht, Päckchen gemacht, Feuer geschweißt. Gefalten, wieder Feuer geschweißt, wieder zusammengelegt, Päckchen gemacht, wieder zusammengeschweißt. Und am Schluss hat man es ausgezogen auf dem Lufthammer. Geschmirgelt, poliert, geätzt, nochmal poliert, vielleicht nochmal geätzt, nochmal poliert. Das hat ein schönes Messer gegeben. Das hier oben, das ist zum Beispiel aus einer Stück Blattfedern gemacht worden. Also ein Stück und die Kurve, das hat sie im Gesenk innen geschmiedet, das ist nicht geschliffen worden. Das ist wirklich einfach ausgeschmiedet worden. Und hau euch verrückt, das ist ein richtig klassischer Brieföffner für grössere Post. Ja, das war eben der Mühletag am Grabser Mühlbach. Aber eben nur einen kleinen Teil haben wir zeigen. Was sich hier von der Wasserfassung über Hammerschmiede, Wischküche, obere Säge, Schaufelverarbeitung und dann eben runter zu der Werkzeugschmiede und eben auch der Messerschmiede, bis eben dann zur Mühle alles abspielt an Faszination, ja, das ist eigentlich nicht möglich, in so einem Beitrag, auch in so einer Reportage zusammenzufassen. Ich bin dann noch zur Maismühle gegangen und einfach dort ein paar kleine Eindrücke gesammelt. Wenn ihr aber mehr wissen wollt, ja, dann müsst ihr halt wirklich selber mal abmachen und selber mal hierher kommen.